Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Happy Wheels. Sims 4 kommt heute nicht, dafür kommt jetzt Happy Wheels. Also wenn irgendjemand fragt, sagt das denen noch bitte, dass jetzt dafür Happy Wheels kommt, weil ich es nicht geschafft habe. Und Happy Wheels ist ja auch gut, also machen wir weiter mit den Dani LP Leveln. Und zwar die vom... Es sind so viele Level geworden. Oh Leute, ich bin so froh. Ich bin so stolz auf euch, ihr seid so toll. Und ich danke jeden Einzelnen und da stellen wir mehr Level. Also wir machen weiter mit Dani LP Armee Demo von Ich bin's halt. Ich bin's halt. Das hier. Glaube ich, wir sind beim dritten gekommen, oder? Keksbaum, Cookie World war den zweiten. Ja, das war richtig. Wir haben alle zwei fertig. Okay. Mein erstes Level, da du es ja nicht magst, ein Level nach Schulnoten zu bewerten, bewerte es bitte nach Schulnoten. Danke, Kekse! PS, du bist die beste YouTuberin. PPS, ich weiß nicht, warum ich ständig Kekse schreibe. Kekse! Das, vielleicht hat er so ein bisschen so Zuckungen. Manche haben so und er so Kekse! Kekse! Habe ich nichts gegen. Das Level hat nicht die besten Bewertungen. Mal sehen. Hi Dani, mein erstes Level ist mega einfach. Wenn du das nicht schaffst, bin ich enttäuscht. Ich habe vor dir ein komplettes Level zu erstellen. Und nicht nur das hier. Gib mir einfach Zeit. Kekse! Das Grün soll Gras sein. Ah, Weed oder Gras? Stürmen! Steuern sind auch gut. Stürmen wir diese Burg für Dani! Yay! Meine Burg. Das war eine kurze Vorschau auf das, was ich im nächsten Level habe zu machen. Natürlich nur, wenn dir die Dani EP-Armee, die aus Rentnern besteht, Idee gefällt. Kekse! PS, du bist die beste YouTuberin. Also die Armee finde ich gut. Warum die aus Rentnern besteht, verstehe ich nicht. Und das Level war eine Vorschau. Also noch nicht ganz ausgereift. Machen wir weiter mit Dani EP von Theo Gimo. Hi Dani. Bla bla bla. Viel Spaß. Willst du es nicht? Kekse! Alles gut. Kekse! Hui! Gut! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Was war das denn jetzt? Hui! Ich schaff das. Nein, andere Richtung. Andere Richtung. Genau. Hui! Ups. Nicht gesehen. Egal. Hui. Was steht da? Rollololololol. Ah, ich lebe noch. Hui, wer hätte das gedacht? Ich nicht. Deswegen habe ich gedacht so, oh, jetzt bin ich tot. Ich schaffe es. Ich schaffe es. Das ist der Beweis. Man kann auch ohne Kopf ins Ziel fahren. Und ich weiß nicht, was da stand. Wahrscheinlich irgendwas wie bewerte dieses Level oder so. Keine Ahnung. Aber es hat mir gefallen. Dann EP Re-Up von LP... Nee, L mit Leon P. Boah, ich will immer LP mit Leon sagen. Hi, Dani. Ich hatte nie gedacht, dass du das nicht mal Entschuldigung. Aber hier noch einfacher. Entschuldigung, wenn du das auch nicht schaffst, dann bin ich enttäuscht von dir. Entschuldigung, PS, mein Name sollte so sein, wie weil das mit, zum Beispiel, mit Leon LP zu langweilig wäre. Ja, aber LP mit Leon, oh, L mit Leon P, ach Mensch. Ach, das war sowas, stimmt. Das war voll schwer, da waren viel zu wenig Schwerter da. Hey, dann, dies ist mein Re-Upload von den schweren Level-Lesson-Part. Das waren zu wenig Schwerter da. PS, wenn du ein Schwert hast, also in der Hand, dann schwing nicht erst damit rum, sondern schmeiß es sofort, verdammte Schlampe, du blöde PS, wenn du fällst nach unten, versuch die dort die Beine zu brechen, geht dann leichter. PPS, schau doch mal in den Replays, wenn eine einen hochgeladen hat. Siehst du, jetzt habe ich sofort geschwungen. Alles deine Schuld. Oh. Okay, okay. Okay, warte. Danke. Warte, nein. Warte. Was ist das für eine Scheiße jetzt hier mit dem scheiß Victory? Danke, dass wenn du mein Level spielst, hoffe es hat euch dir gefallen. Den Part, wenn sie aufnimmt, Daumen nach oben. Gib diesen Part einen Daumen nach oben. PS, ich bin ein Junge. PPS, das hatte ich fast gesagt bei Leon. PPS, bist die beste Letzterin, die ich kenne. Und wie viele kennst du? Eine? Von wo kommst du her? Ich komme aus dem wunderschönen Vorharz, Nähe Braunschweig. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Okay. Was soll im nächsten Level kommen? Weiß ich nicht. Und was steht da oben? Bewertung nicht vergessen. Ich kann nicht bewerten, ich bin nicht angemeldet. Weiter geht's mit Dani LP Diebe von Paku34457. Level Nummer 4. Yay! Und es hat eine Story! Der Weihnachtsmann ist böse geworden und hat sich bestohlen. Nein! Story, Ende. Und jetzt auch viel Spaß beim Spielen. Böser Weihnachtsmann! Oh nein! Der Weihnachtsmann und seine Elfen sind böse geworden und haben dreimal gedacht, du raten, was gestohlen wurde. Mein Keks? Lass mich raten. Mein Keks? Es ist bestimmt mein Keks. Es sind immer meine Kekse. Ich weiß auch nicht, wieso. Daniel Pippi wird bei euch einfach keksen. Ich verstehe nicht, wieso. Oh mein Gott, ein Keks. Wer hätte das gedacht? Oh Gott, ein Keks. Darauf wäre ich ja niemals gekommen. Weiter geht's mit Daniel P. Aufzüge von David Gamer 02. Hi, wieder ein Level von mir. Wollte mal Aufzüge bauen. Ist mir auch geglückt. Und ich
bewegen sich von selbst, wenn du drauf stehst. Es hat eine sehr schlechte Bewegung, aber Bewertung. Pass auf, der Aufzug Rex neben dir bewegt dich zur Seite. Kleiner Tipp. Hui. Der geht nach oben, der geht nach unten. Entschuldigung. Ich dachte nach oben. Ich bin so dumm. Hui. Aufzugsfahrt macht so viel Spaß. Wo muss ich denn hin? Oh, hui. Hui. Oh! Schaff ich. Oh. Ich hab nicht gewusst, dass der nach unten fährt. Oh Mann. Ich weiß nicht mehr, welchen Charakter ich nehmen soll. Ich habe erstmal den genommen, weil ich den am liebsten mag. Leute, die mich kennen, wissen das. Mhm. Und ja, ich liebe ihn, aber ich weiß immer noch nicht, wie Segway geschrieben wird. Schreibt mir bitte nicht 1000 Mal in die Kommentare. 100 Mal reicht auch. Leute, bitte, denkt an mein Herz. Ah nein, es war schon wieder... Hä? Was? Oh, es war doch richtig. Uff. Okay, jetzt habe ich's aber. Mensch, die sollte mal kennzeichnen. Du kannst ja so andere Farben kennzeichnen, was der Aufzug ist. So für ganz, ganz Dumme. So für Dani zum Beispiel. Ich habe eine Aufzugschwäche. Ich kann Aufzüge nicht erkennen. Das ist meine Schwäche. Die ist weltweit anerkannt. Als einzige. Da wahrscheinlich als erstes doch richtig, oder wie? Okay. Wo lang? Nach oben? Nee. Okay. Sag ich doch. Weiter geht's mit... Daniel Payrope, Escape von Omen 779. Hey, hier mein Blabla. Viel Spaß beim Spielen, viel Glück und sag mal bitte, was hältst du von Fernsehprogrammen? Zum Beispiel Mitten im Leben und so Dreck oder Gold. Dreck oder Gold. Ich schau schon ewig... Ist das geil. Kleine... Was? Ich bin tot. Okay. Ich schau schon seit Jahren eigentlich kein Fernsehen mehr, außer ab und zu mal so Stalker Quest Challenge habe ich geguckt, weil Dena dabei ist. Dena! Also bitte! Und sowas. Und ich habe manchmal gerne noch How I Met Your Mother und so gesehen. Aber das war's dann eigentlich auch. Ich schaue sehr, sehr wenig bis gar kein Fernsehen. Das muss ich ja einfach sagen. Und ich lande dann nie richtig. Und naja, wer sich das anguckt, okay. Aber so Mitten im Leben und so muss echt nicht sein. Schaut meine Mutter manchmal. Das ist das Traurige dabei. Ich schaff das! Nein, schaff ich natürlich nicht. Hä? Das ist mega cool gemacht. Das sieht richtig cool aus. Aber ich falle irgendwie... Das sah aber episch aus, Leute. Das ja... Ich bin Tarzan! Ich Tarzan, ihr Jane. Nein! Ey, diese Dingens, ne? Diese paar fickte kleine Dingens. Hui! Ich will mir in den Füßen festhalten können, dann wäre alles besser. Wie ist denn das gedacht, verdammt? Entweder explodiert die oder das Ding tötet einen. Warte, ich will mal ganz kurz was gucken, ne? Exit to Menu? View Replay. Es sind keine Replays vorhanden. Warum wohl? Ich kann das echt nicht. Noch einmal. Nee, ich lande immer falsch. Oh. Das ist aber ein cooles Level. Okay, ich habe einen Vorschlag. Ich merke mir das, dass es von Omen 779 war. Und du, wenn du das hier siehst, schreibst mir bitte in die Kommentare, was ich machen soll. Und dann in der nächsten Folge spiele ich das nochmal, okay? Okay, Deal? Ja, okay, machen wir. Machen wir weiter mit Dani Pins Sonic von God Nugget TV. Hey Dani und andere, das ist ein Sonic-Level von mir, aber sehr lange gebraucht. Hoffentlich spielst du das. Ja, ich spiele es. Hey Dani und andere, das ist mein Sonic-Level von mir. Wer hat das gesagt? Du hast schon ein paar Level von mir gespielt. Ah, dieser Sonic ist sehr gut. PS, mein Laptop ist mehrmals abgeschmiert und alles war weg. Insgesamt habe ich 5 Stunden gebraucht. Sprengpfeile. Oh, so ist das gelöst. Okay, warte. Das kann ich. Man muss mir zugute halten, dass das Segway oben gelandet ist. Das muss man schon sagen. Hui! Ah, übergroße Roboterkram! Ah, übergroße Roboterkram, die explodieren. Ah. Aha. Hui! Wo waren jetzt Explosionen? Da. Muss ich immer drauf achten? Ich achte nie auf die Minen, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht wieso, weil ich einfach scheiße bin wahrscheinlich. Wahrscheinlich deswegen. Oh Gott. Bienen! Hummeln! Bienen! Hummeln! Tot. Oh, mein Eggman besiegt ihn. Ja, gleich. Also, es ist mega schön gemacht. Ich sag irgendwie ganz, bei ganz vielen Leveln, sie sind mega schön gemacht. Aber sie sind ja auch meist mega schön gemacht. Wenn sie mega schön gemacht sind, dann sind sie halt mega schön gemacht. Da kann ich doch nichts dafür, wenn sie mega schön gemacht sind. Nein, ihr könnt mich mal. Du kannst mich mal. Oh. Das ist so, ja, okay, das schaffe ich. Und dann habe ich so gedacht, so, nee, das schaffst du nicht. Und dann bin ich so gestorben. Das war voll doof. Okay, keine Beine, keine Sorgen, hat meine Oma schon immer gesagt. Mensch, ist das eine weise Frau. Verdammt, jetzt komm schon. So, nein, es war Bein. Jetzt, ja, gut.
Oh, jetzt kommt meine Nase, juckt meine Nase, juckt meine Nase. So, jetzt geht's. Hui, hui, hui. Kalt sich alle Ball, beide Punkte. Beide Punkte. Oh Gott. Ist das das Ziel? Woo! Victory! Ich fand's cool, ich fand's cool, ich fand's cool. Sonic Fix von Gott Dank. Hey Dani, ich reiche das Level nochmal nur gefixt ein. Ich habe es gefixt, weil ich will nicht, dass die Schande ver... Bärblei? Hä, welche Schande? Hä? Hä? Okay, ich spiel bloß nochmal. Hä, welche Schande denn? Hä? Versteht ihr, was er meint? Was hat er denn jetzt geändert? Scheinbar nicht Eggman. Was hast du denn jetzt geändert? Das war für dich eine Schande, das lief doch. Es war auch ein tolles Level, ernsthaft. Also es war eins der besten Level. Das beste Level heute sogar, glaube ich. Ja, okay, die Stelle schaffe ich nicht, aber die hast du ja nicht gefixt. Ich mache das noch einmal. Ich überlege echt, welche Schande er meinen könnte. Das war auch ein super Level, ernsthaft. Schreibt bitte alle in die Kommentare, dass Goldnagel ein tolles Level erstellt hat. Das war mega geil. Schon beim ersten Mal. Und beim zweiten Mal wird es einfach nur awesome. Also, wenn ich nicht genau mit sterben würde. Weil ich sagen. Und ich starte nochmal neu, weil... Oh, nee, jetzt klappt's. Jetzt klappt's. Nicht neu starten, nicht neu starten. Nein, da bin ich... Oh, Gott sei Dank. Hier muss ich ganz schnell, deswegen laufe ich auf immer Gefahr. Oh, das ist einfach zu schnell. Nee, ich verstehe echt nicht, was du daran gefixt hast. Ich fand's ganz toll. Machen wir weiter mit Dani Troll Level. Was ist... Hi. Wirst du die drei berühmten Dani-Versuche brauchen oder nicht? Scroll runter. Hi. Jetzt wird es wahrscheinlich irgendwas sofort, ne? Troll-Level. Vorsicht, es ist ein kurzes Level. Aber trotzdem geil. Wahrscheinlich falle ich jetzt direkt in ein Safe-Dingens. Nein? Noch nicht? Alles gut, alles gut, alles gut. Ich falle in den Tod. Auch gut. Tod. Wer mag ihn nicht, den Tod? Wer mag ihn nicht? Jeder mag ihn. Ich falle jetzt einfach mal da lang weiter. Ja, ja, sieht gut aus. Noch sieht's gut aus. Dani, you are the best. Ich weiß, danke. Und das ist wahrscheinlich das Troll. Vorsicht. Ja, 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 oh. Ja. Komm schon, komm schon. Komm schon. So kurz ist es ja gar nicht. Also muss man ja schon mal sagen, ich gebe kürzere Kurzlevel. Herzlichen Glückwunsch. Nein, ich habe nicht die drei berühmten Dani-Versuche gebraucht. Weiter geht's mit Dani Perrier von Trollax. Hallo Dani, viel Spaß. Danke, Trollax. Oh, das ist cool. YouTube.de. Empfohlene Video. Oh, das ist cool. Aber wenn da jetzt nicht Dani besteht, ne? Das war so cool, ey. Ich mag sowas. Suchen. Ach ja. Meine Abos. Oh. Ein Moment. Ich sterbe gerade nur. Das ist extrem cool gemacht. Jetzt nochmal suchen. Ich suche jetzt nach meinen Abos. Quasi. Also dein Abos, unsere Abos, keine Ahnung. Empfohlene Videos. Mein Kanal. Slow. Okay, ich kann mich nicht dran erinnern, dass auf der YouTube-Startseite steht Slow, aber okay. Daniel P. Yay, yeah, rein da. Daniel P. hat ein neues Video hochgeladen. Was hat ihr hochgeladen? Ja, natürlich Daumen nach oben. Also Daniel P. Daumen nach hoch. So, mal sehen. Slow. Wow. Okay, war nur mein Sohn. Ketten. Battleman. Oh. Okay, warte. Yeah. Oh, ich hab's geschafft. Gott sei Dank. Bin ich das? Warte, das sind meine Augen oder habe ich da eine Sonnenbrille auf? Das sind meine Augen. Ich bin wunderschön. Abonnieren! Abonniert Daniel P. Mal sehen, was passiert, wenn ich mein Video einen Daumen nach unten gebe. Mhm, will ich natürlich nie machen, weil meine Videos geil sind. Oh Gott, dieses Video wird so viele Dislikes haben. Das war echt nur Spaß, Leute. Das ist nur Spaß. Das ist witzig. Komm. Ich hasse mich doch selbst. Ich hasse mich genauso doll, wie ihr mich hasst. Okay, mein Kanal. Yay. Immer noch slow. Immer noch Daniel P. Daniel P. Ja. Nein, nicht Daumen nach hoch. Nein, zurück. Nein,
Nein, wir disliken. Wir disliken alle ihre Videos. Wir sind richtig gute Hater. Scheiß Videos, Dadi, du bist scheiße. Dislike. Dislike. Warte, warte. Nein, seht ihr, das passiert mit Hatern. Sowas passiert, wenn ihr meine Videos versucht zu disliken. Das passiert sowas. Ernsthaft. Passiert jedes Mal. Also versucht es erst gar nicht. Komm noch mal. Hui. Slow. Yay. So, und jetzt disliken wir all ihre Videos. Also all meine, also all unsere. Beide, eure. Sind ja irgendwie auch eure, weil ihr seid hier das Wichtigste in meinen Videos. Ohne euch gäbe es zum Beispiel Happy Wheels nicht. Ohne eure Level. Okay, wir disliken. Dislike-Hölle! Seht ihr, das passiert, das passiert. So, was passiert da? Machen wir weiter. Also, war auf jeden Fall, es war ein richtig geiles Level, auf jeden Fall. Machen wir weiter mit dem letzten Level, und zwar Daniel P., die Opfer von Mr. Anime. Dies, werte Dani, ist mein erstes Level, welches ich extra für dich gemacht habe. Und für keinen anderen. Also, liebe mich. Was? Ich kenne dich zwar nicht sehr lange, aber, oder gut, aber du bist sehr nett. Okay! Okay, was steht da? Hallo Dani, dies ist mein erstes Level, welches ich extra für dich gemacht habe. Wieso schreiben wir das immer zweimal? Egal. Wie gesagt, mein erstes Level. Und ich habe mir nur 45 Minuten Zeit gelassen. Aber dazu noch nicht den vollen Durchblick. Daher ist es kurz und hässlich. Dennoch viel Spaß. Ich will die Melone töten. Töten! Töten! Danke. Jetzt kann ich loslegen. Töten! Zermatschen! Zermatschen und töten. Damit kann ich ein ganzes Level füllen. Ernsthaft. Komm schon! Stirb weiter! Stirb weiter! Ich glaube, es geht nicht weiter. Schade. Müssen wir das Level machen. Du erklimmst einen Berg. Ich erklimme gerade einen Berg, Leute. Komm mit schon, wir erklimmen jetzt diesen Berg. Einen Berg auf deiner heldenhaften Reise. Wir erklimmen jetzt einen Berg auf deiner heldenhaften Reise, Sohn. Oh Gott. Wieso sind diese Männer tot? Sohn, warum sind diese Männer tot? Fragte sich Daniel. Hui, das kann ich nicht lesen. Einen Moment. Einen Moment. Hilfe, hilf mir doch, Daniel. Schrie der Mann. Danke, Daniel. Nein, nein, sterben. Heil Dani, die Prophetin! Die tote Prophetin! Heil Dani, die tote Prophetin! Melona! Melona! Ah, warte. Ich bin so schlecht für Happy Wheels. Da muss man schon richtig schlecht für sein. So schlecht für Happy Wheels. So, jetzt. Jetzt können wir loslegen, Sohn. Du brauchst Vitamine. Vitamine sind im Melonen vorhanden. Esst mehr Melonen. Melonen sind auch noch lecker. Hui. Oh. Warte, Entschuldigung. Machst eh tot. Alles gut. Hui. Alles gut. Hi, Dani, Prophetin. Yay. Fickt euch. Fickt euch alle. Nein. Nicht fallen. Doch fallen. Gut fallen. Ist fallen gut? Ich glaube, fallen ist nicht gut. Ich sterbe. Hui. Jetzt kommen die berühmten drei letzten Dani-Versuche, nachdem ich die Melone getötet habe. Melona, bleib hier. Melone. Danke. Das muss immer passieren, Leute. Melonen müssen getötet werden. Die haben kein Recht auf Leben. Melonen sind doch auch nur Menschen, Dani. Nein, sind sie nicht. Melonen sind Tiere. Genauso wie Karotten. Sie leben zwar, aber sie leben doch nicht. Alter, ich komme den Berg nicht hoch. Und Dani war so vollgefressen von der Melone, dass sie den Berg nicht hochkam. Langsam, aber stetig. Hui! Langsam, schnell. Langsam musst du schneller machen, so meine ich das natürlich. Wow. Was steht da? Geht's noch höher? Sie opfern sich, um dich zu retten. Sie alle. Kannst du mit der Schuld leben? Ja. Wieso opfert sich jemand für dich? Weil ich geil bin. Yay, stirb. Warum? Why? Wieso? Warum diese Opfer? Immer noch, weil ich geil bin. Daniel, für mich ein Autogramm. Natürlich waren es Fans. Ich hab doch keine. Hoffe, mein kleines Level hat dir gefallen. Soll ich mehr machen? Ja, kannst du ruhig machen. Und, das... Ich bin übrigens Jaden Hafke, aka Mr. Anime. Erfreut euch, kennenzulernen, Lady Dani. Hi. Dann würde ich sagen, wir machen nächstes Mal weiter. Also war richtig cool, kann ich weitermachen. Mit den 7er Leveln und dann die 8er und dann die 9er und dann ist dann schon wieder die 10er. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Und macht mir mehr Level. Ciao.